kurz nach 18 Uhr ging bei uns die Meldung ein über mehrere Schüsse auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes. In der Folge hatten wir dann eine männliche Person vorgefunden, die offensichtlich nach jetzigem Stand von zwei Männern angegriffen und in der Folge dann von einer Person mit einer Schusswaffe getötet wurde. Zwei Täter sind dann mit dem Fahrzeug geflüchtet. Etwa eine halbe Stunde später kam dann erneut die Meldung, dass hier in Abensberg in der Nähe wieder geschossen wird. Folglich ist eine Person erneut niedergeschossen worden. Die Person glücklicherweise überlebt und kam schwer verletzt in ein Klinikum. Dann liefen natürlich, wie bereits nach dem ersten Vorfall, große Fahndungsmaßnahmen an und Täter wurden dann wenig später vorläufig festgenommen.